Moin Moin zusammen! Nach der HWM ist vor der Plünderparty. Hier eure Aegis Nordlichter, euer Mr. Soulman. An meiner Seite heute Zweens. Hello! Moin Zweens! Du bist heute, glaube ich, zum ersten Mal dabei bei der Plünderparty. Wir casten hier nämlich das letzte Saisonspiel in Season 4, Liga 4.1, Tito gegen Huawa. Ja, ich steige ein bisschen später ein. Also da wurden schon mehrere Seasons wurden schon ausgestrahlt. Ja, ich steige jetzt irgendwo so in der Mitte ein und guck mal, ob ich da noch irgendwie mitfolgen kann bei der ganzen Action. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen wir davon aus. Also ich bin halt relativ gespannt, weil ich halt keine Ahnung habe, was ich zu erwarten habe. Ist mal was anderes als das Top-8-Niveau der Welt. Genau. Man sieht mal ein paar andere Spieler, aber auch nicht viel schlechter, muss ich sagen. Die Plünderparty natürlich ein sehr konkurrenzfähiger Wettbewerb, wo wir uns natürlich immer quasi die Finger warm halten für die nächste HWM. Mhm. Und ja, also letzte Saison vielleicht nur ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der Lord und ich in Liga 5 gestartet. Der Lord direkt den Aufstieg geschafft. Mit einem souveränen ersten Platz in der Season 3 und ich über einen Umweg, über ein Wildcard-Turnier vor dieser Season, bin ich auch in Liga 4 reingerutscht. Und ja, Rollo spielt auch mit in Liga 8, macht da die Welt unsicher. Und wir sehen hier das letzte Spiel dieser Season und werden danach mal ein kleines Fazit ziehen, wie diese Saison gelaufen ist. Hatten diesmal nicht so viel Zeit, um alle Spiele zu casten, weil wir ja mit der HWM beschäftigt waren, aber schauen uns jetzt gerne Lord Tito gegen Huawa an in einem Best of Three. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Map Draft an und starten mal. Alles klar, dann lass uns das doch mal machen. Was ist die Home Map, auf der man immer startet? Wahrscheinlich auch Arabia? Genau, wir starten immer auf Arabia. Wir sehen hier, man hat einen Pool von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maps. Darf sich zwei auswählen und eine bannen, jeweils, jeder Spieler. Und am Ende hat man dann in diesem Best of Three dann die Variation. Nehme ich meine erstgewählte Map, meine zweitgewählte. Das darf man sich dann entscheiden. Und hier sehen wir es ja auch schon. Ne? Lord Tito bannt hier Gold raus und würde gern Landwahn oder Arena spielen. Alles klar, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Relativ Standard, wenig Wasser. Bei seinem Kontrahenten sehe ich da ein bisschen mehr Wasser. Das wird dann gegebenenfalls ein bisschen interessanter, zumindest für mich, der wenig Wassererfahrung bisher hat. Und ja, schwimmen kann ich auch nicht wirklich. wollen wir direkt in den Sift-Draft übergehen? Genau, springen wir doch einfach mal rüber. Wir sehen Kompass und Nomad noch kurz für Guava. Und dann würde ich sagen, starten wir auch den Sift-Draft. Genau, hier sehen wir auch, es gibt hier eine kleine Besonderheit im Vergleich zur HWM. Die wirst du dann ganz oder werden wir ganz am Ende sehen. Es gibt nämlich noch einen Snipe pro Spieler. Heißt, jeder wählt jetzt seinen. Wegpicken der gegnerischen Zivilisation, ne? Also, dass man einfach, was der Gegner gewählt hat, einfach dann quasi sie zu sich rüberzieht. Genau. Klar. Das bringt noch mal ein bisschen mehr Spannung rein, weil du weißt halt, du hast deine Sis gewählt, okay, aber eine wird dir eben noch weggesniped. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Vor allem, wenn du zum Beispiel nur eine gute Wasserzivilisation hast oder so. Dann snipet dir der Gegner die vielleicht weg und dann hast du auf Wasser schlechte Karten. Ne? Mhm. Und alles mit Bedenken. Also auch hier, wie man sieht, die Plünderparty bietet einiges an Spannung auch schon beim Draft. Das auf jeden Fall. Der Lord mit dem typischen Äthiopier-Bann, mit dem er anscheinend immer öffnet. Japaner auch weg. Hat sich die Maya gesichert. Sein Gegner hat die Ungarn und die Franken gebannt. Also mehr Standardvölker. Hat sich jetzt die Litauer gesichert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Huawa auch ein bisschen den Lord verfolgt hat vielleicht. Franken, Ungarn natürlich auch zwei Zivilisationen, die er sehr gerne spielt. Da ist die Frage, wie gut das Scouting da war, aber ich denke mal, wenn man das
halbwegs ernst nimmt, dann sollte man zumindest ein bisschen Scouting betreiben. Aber jetzt, der Lord hat seine stärkste Zivilisation, die er für alles nutzen kann, was er möchte, gegebenenfalls auch für ein, ja, schnell, mega schnelles Spiel, die Perser mit dem, ja, stärksten Dusch im ganzen Spiel. Ja, wobei man muss ja auch sagen, Huawei hat hier auch zwei Maps mit Nomad und Kompass, wo die Perser auch sehr stark sind. Also vor allem auf Nomad haben die einen sehr guten Bonus, weil sie ja direkt mit einem Hafen starten können und mit einem Fischerboot. Also das ist schon nicht verkehrt, die zu nehmen, auch wenn man nicht duschen will. Richtig, das bisschen Bonusholz gibt einem dann da schon einen kleinen Vorteil. Der Lord auch jetzt mit Genau. den Hunnen. Ui. Das ist Ja. interessant, das habe ich, glaube ich, von ihm noch nie gesehen. Ja, vielleicht hat er Panik, dass er Haust ist. Hat er dann nicht mehr, wenn er die hat. Nee, das definitiv nicht. Wird aber auch nie ganz nicht. Also wird dann mehr Walls bauen müssen, weil er Yep. halt keine Häuser zum Wallen hat. Ja, Huawei hält dagegen mit den Mongolen. Oha, und die Sarazin. Ein interessanter Pick. Kann man. Wo hätte ich die denn genommen? Naja, wobei ist ja auch sein letzter, ne? Schauen wir mal. Wie man sieht, es werden natürlich auch nicht alle Zivilisationen gebraucht. Wir sehen ja maximal drei für jeden. Und dann am Ende noch die Türken für Lortido, eine potenzielle Arena-Zivilisation natürlich. So, und jetzt kommt der Snipe. Genau, da bin ich mal gespannt. Häufig ist es ja so, dass der First Pick gesniped wird. Und ich würde tatsächlich auf die Perser tippen, wenn ich war, ja. Aber entscheidet sich für die Maya. Und Interessant. Lotito sniped war die Italiener weg. Interessant. Okay, ja, spannend. Jetzt wen's, was sagst du? Arabia, was werden wir da so sehen? Für Zivilisation. Was wir auf Arabia so sehen werden. Uff. Ja, was schätzt du? Also ich sehe bei Huawei großes Potenzial für die Litauer, aber auch die Malier werden möglich. Briten würde ich jetzt eher nicht so unbedingt sehen. Sarazen bin ich nicht so vertraut mit. Und beim Lord würde ich vielleicht sogar auf die Perser tippen. Italiener glaube ich nicht. Vielleicht auf die Okay. Berber. Müssen wir mal gucken, was das Genau. Ganze denn so vor sich hält. Ich wechsle mal hier eben die Szene. Und dann sehen wir es ja auch gleich schon. Es ist Mongolen gegen Berber geworden. Und ich würde sagen, Genau. wir schnacken gar nicht lange, sondern wir gehen rein in die Action. Alright. Let's go. Plünderparty, ne? Also, Yes. Der Lord natürlich hier mit einem großen Selbstvertrauensboost, würde ich das mal nennen, hat ja seinen Titel tatsächlich verteidigen können bei der HWM. Das Und ist greift richtig. hier jetzt nach dem nächsten Sieg in der Plünderparty und spielt hier in Blau mit den Berbern, wie du gerade gesagt hast, gegen Huawei in Grün mit den Mongolen. Exactly. Lass uns doch beim Lord anfangen. Einmal kurz im Early Game so ein bisschen die Karte angucken, wie wir es sonst auch machen. Sieht eigentlich relativ normal aus. Hinten so ein bisschen Gold. Berries ein bisschen weiter vorne. Gold auch irgendwie ein bisschen weiter vorne. Beides auf dem Hügel. Nicht ganz so schön. Dafür die Steine hinten ein bisschen gesicherter. Aber ich glaube Ja. nicht die schlimmste Karte, aber auch nicht die beste Karte. Bei Huawei liegen Berries deutlich besser. Das Gold liegt auch deutlich besser. Dafür sind die beiden zweiten Goldvorkommen halt extrem weit vorne. Nee, das stimmt. Die sind echt nicht schön. Aber insgesamt ergibt sich das dann, glaube ich. Also zumindest im Early Game würde ich definitiv die Karte besser bei Huawei sehen. Aber ich denke mal, mit Game oder auch im Late Game sollte sich das ein bisschen besser für Lord Tiro entwickeln, weil der halt das Gold relativ nah dran hat und sich da besser hin entwickeln kann. Wobei, wenn du dich nach vorne entwickeln musst, das eher ein bisschen
kritisch sein kann. Wobei, wenn man hier vorne so über dieses Wäldchen vielleicht eine Burg setzt, dann hast du eigentlich auch beide Golds ganz gut abgesichert, wenn du Huava bist. Aber gucken wir mal. Bei Huava kommt gerade der Bolleur rein. Ja. Genau, bei beiden Spielern. Ja, beim Lord sauber. Beim Lord mit dem Einquartieren-Trick. Genau, bei Huava noch oldschool-mäßig. Ja, aber beide sauber executed. Gar kein Problem. Hier ein kurzer Chat, Wäsche auf dem Balkon von Lord Tido. Ja, hier gab es anscheinend eine kurze Pause in dem Game. Ja, kurzes das, Unwetter hier. Ja, ist die Unterwäsche ein bisschen nass geworden. Ja, das wollen wir nicht. Da hat der Lord dann gut reagiert. Die ersten Punkte, würde ich sagen, gehen hier auf jeden Fall an den Lord. Gute Reaction auf jeden Fall. Und wir sehen hier, Huava geht sehr früh hier auf Deer Push. Hat auch einen besonderen Grund. Kennst du den Zwings? Du bist unser Experte, also von daher gerne elaborieren. Die Mongolen. Eine ihrer größten Stärken ist, dass Jäger 40% schneller arbeiten. Heißt, alles, was da an Wild erlegt wird, wird sehr schnell zerlegt von ihnen. Also da Wildschweine und die ganzen Rehe immer her damit. Also Mongolen nehmen die aus wie sonst nichts, ey. Das ist richtig stark von denen. Der Lord hier ein bisschen spät mit dem zweiten Bohr, da haben die Villager angefangen, mal eben so eine kleine Ladung Holz zu hacken zwischendurch, aber auch nichts allzu Wildes dabei. Genau. War aber jetzt auch mit Loom zwischendurch, und wird jetzt wahrscheinlich dann gleich hochklicken. Ja, ist in der Warteschleife eingereiht. Wir sind hier auch beim Lord ein bisschen hier push. Und sich hier ein dieser Böcke. Liegt an der Mühle. Ganz gut. Und holt sich jetzt auch noch einen zweiten Bock tatsächlich. Ja, pusht er langsam, aber sicher auch Richtung Mühle. Ja, wobei der Bock hat keinen Bock und läuft zurück. Ja. Der sagt sich heute nicht. Oh, hat sich dann aber doch nochmal umgedreht. Manchmal, wie sich die KI in Age of Empires ja verhält, ist interessant. So, Huawei ist jetzt hier gerade auch, hat die Base jetzt gerade gefunden von Lord Tido, sieht hier den Deer-Push und sagt, mischt sich direkt ein. Deer-Push, ja. Direkt eingemischt, Deer-Push ein bisschen verhindert, läuft hier jetzt rum, guckt sich das Ganze nochmal ein bisschen genauer an, alle weiß, okay, da vorne sind die Berries. Ja, und macht es seinerseits auch recht clever, finde ich. Pusht die restlichen Deer nicht, sondern lässt die Villager das einfach da erlegen, wo die gerade sind. Bring hier gerade das Fleisch zurück. Das ist ein schöner Nahrungsboost auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ist jetzt auch früher in der Feudalzeit, knapp 50 Sekunden. Ja, das ist halt dieser Bonus. Du hast so schnell die Nahrung drin und kannst halt, wir sehen hier 17 Wilds ab, also das ist, das kannst du eigentlich nur mit Mongolen machen oder vielleicht mit Litauern noch. Also nur wegen diesem Hunting-Bonus. Ja. Der Lord hat sich entschieden, aber mit 19 Wilds hochzugehen, ist jetzt auch gleich in der Feudalzeit. Huava hat jetzt mittlerweile schon die Barracks und den Stall gesetzt. Fängt jetzt an, Scouts zu produzieren, wird da also ein bisschen auf Aggression gehen werden. Der Lord aber hingegen hat sich zumindest seine erste Woodline schon ein bisschen eingewallt. Die Scouts kloppen sich noch ein bisschen, aber Huava immer wieder mit dem Highground Advantage auf den Hügeln und macht dadurch deutlich mehr Schaden am Lord. Wir haben es zwischenzeitlich gesehen, dass der Lord mal versucht hat, irgendwie selber den Highground zu kriegen, aber viel war da nicht zu machen. Und jetzt sieht es gleich, glaube ich, düster aus. Die beiden Scouts kommen jetzt gleich rein. Ja, aber wir sehen auch den ersten Spearman, der schon in Produktion ist. Aber er hat jetzt Forster natürlich ein bisschen im Idle-Time hier beim Weltmeister. Ja, der Spearman ist jetzt da, die Villager dürfen sich wieder nach vorne trauen. Ja. Ja, haben auch schon zwei Spearmen, also, und die werden mehr als ausreichen, um die beiden Scouts hier zu schlagen und auch den dritten, der jetzt auf dem Weg ist. Der wird nicht viel dran ändern an der Gesamtsituation. Nee, das stimmt. Also der Lord hier
mit einer guten Defense. Ja. Und seinerseits jetzt mit drei Scouts, die nach vorne marschieren. Ja, nach vorne eher so ein bisschen nach oben, also ganz so. Ja, ganz tatsächlich. So, ganz so interessant, also ganz so weiß er, ich glaube, der Lord weiß halt noch nicht mal, wo Huawa ist. Ja, richtig, ja. Er weiß das noch gar nicht, also er sucht jetzt erstmal, wo sein Gegner denn überhaupt ist, verteidigt sich hier weiter. Ja, die Eco-Zeit ist bei beiden relativ gleich, da gibt es nur 7 Sekunden Unterschied zwischen den beiden, also Huawa da beim. Ich sag mal, hinten bei Makron nicht ganz so aktiv gewesen, wie es vielleicht hätte sein sollen. Da kriegt der Lord aber auch schon einen Stich ab vom Spearman. Ja, das ist einer schon sehr angeschlagen. Ja, das ist, glaube ich, noch der von vorhin, der sich mit dem anderen Scout geprügelt hat die ganze Zeit. Ah, das ist der Start-Scout, okay. Ja, das müsste der Start-Scout sein. Und insgesamt wird der Lord hier doch gut zurückgeschlagen, genau. Da wird auch der angeschlagene Scout direkt rausgefokust. Jetzt sind es nur noch zwei. Und ja, also ich glaube, mit Aggression haben wir es hier jetzt nicht mehr viel. Nee, Lord hinten auch abgewallt. Huawa mit ja auch relativ gut eingewallter Eco. Ich glaube, viel sehen wir hier jetzt in der Feudalzeit nicht mehr. Ja, der Lord geht jetzt auch schon tatsächlich auf Gold. Die ersten Villager positioniert auch sehr schön ein Spearman dort, ja, weil er auch erwartet, dass die Scouts da ankommen. Ja, aber 4 Scouts gegen 1 Spearman, weiß ich nicht, ob die Scouts das vielleicht sogar gewinnen können. Ja, doch, ich glaube schon, aber er würde wahrscheinlich 2 verlieren, wenn der Lord das richtig macht und die Angeschlagenen dann hätte. Ja. Oh, schöner Block hier. Ja, das war sauber. Schöner Block, ja. Der Lord, wie wir ihn kennen. So, wird hier jetzt der Markt verhindert? Nee, er reitet einfach nur vorbei und guckt sich den mal ein bisschen genauer an. Ja, nimmt hier aber den Spearman jetzt raus, verliert dabei einen Scout. Ja, er nimmt den Spearman halt nicht mal. Ja, jetzt hat er ihn komplett rausgenommen. Aber jetzt wird halt der Markt denied. Noch nicht. Ja, aber noch ist das, glaube ich, nicht so wild. Der Lord hat sowieso aktuell nicht die entsprechende Eco, hochzuklicken. Also die paar Sekunden werden hier jetzt keinen großartigen Unterschied machen. Ja. Ja, Huawa selber noch nicht auf Gold. Nee, wir sehen hier, der Lord möchte sich aber unbedingt hier hochkaufen, verkauft sein komplettes Stein dafür. Ja. Er möchte schnell in die nächste Zeit. Ja. Huawa relativ großflächig am Wallen, zumindest was hinten angeht. Ja gut, das sagt uns jedenfalls auch einiges jetzt über die Strategie aus. Der Lord jetzt auf dem Weg in die Castle Age, da er seinen Stein verkauft hat, wird er hier auch erstmal lange Zeit All-In spielen, also 1TC. Wird also sehr aggressiv gleich starten in der Castle Age. Ja, das auf jeden Fall. Wir sehen auch hier, jetzt kommt jetzt sogar schon der zweite Stable, also werden wir da wahrscheinlich 2 Stable Knights sehen. Jupp. Boah, aber hier am Nerven verliert dabei aber ein Scout am TC-Feuer. Ja, das ist richtig. Huawa macht hier zwar gut Druck, aber irgendwie, ja, so hundertprozentig funktionieren tut das Ganze nicht, weil EQKD ist immer noch 0-0. Und die eine Eco-Zeit geht bei Huawa mehr hoch als beim Lord während der ganzen Aggression. Also Huawa dann hinten anscheinend mit einigen, ja, ich sag mal, Makro-Schnitzern. Ja. Und macht hier, glaube ich, einen kleinen Fehler oder also er baut hier eine Archery Range und hat schon mal 2 Skirmisher rausproduziert. Die machen natürlich jetzt gar keinen Sinn im Moment. Na, die machen nicht viel gegen die Knights, die da gleich kommen werden. Ja, aber ich glaube, er hat es rechtzeitig bemerkt, weil er hat das jetzt erst eingestellt. Die Skirmisher Production uns auch auf dem Weg in die Castle Age. Aber wird die Archery Rangers natürlich nutzen, weil eines der Cuff Archer Völker, die es gibt in Age. Mhm. Also wenn nicht das Beste. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das weiß sogar ein Amateur wie ich. Ja, Lord Tito drückt direkt den Ritterknopf. Die ersten 2 sind jetzt gleich schon draußen.
Und ich glaube, die beiden oder die vier Scouts, die hier noch rum, ja, die sehen den ersten und sagen, alles klar. Der jo. Bruder ist ein bisschen härter gepanzert als wir, vor dem laufen wir lieber weg. Aber mittlerweile hat sich Huawei so viel Zeit gekauft, dass er gleich fully walled ist. Also hat seine Base hier jetzt komplett dicht, wenn ich das richtig sehe. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Die Im Ritter Süden laufen ist noch, wenn die Archery Range angeschlagen wird und das Haus, ja. Dann ist da auf jeden Fall dicht. Ja, aber ich glaube, die Ritter kommen auch relativ schnell durch so eine Palisade durch. Ja, aber jetzt brauchen sie erstmal auf den Stall. Da brauchen sie natürlich ein bisschen länger. Das auf jeden Fall. Der Spearman wackelt da jetzt rüber. Aber der wird da, glaube ich, nicht viel machen gegen vier Ritter. Nee. Aber wir sehen das, was wir vermutet haben. Wir sehen hier gleich Kasse anschauen. Jupp. Die schießen jetzt natürlich einfach rüber und denken sich, alles klar. Ihr könnt ja gerne von außen draufhauen, aber das nicht ohne Kosten. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wenn hier Ritter gegen Kaffarcher sehen. Sehen wir grundsätzlich eher weniger bei der HWM, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Haben wir überhaupt einen Kaffarcher gesehen bei der HWM? Ich glaube, wir haben ein paar Cuff Archer von mir gesehen im Spiel gegen MG im ersten auf Arabia. Ja, stimmt. Aber die waren eher auch so, ja, zur Füllung. Also wirklich, eine wirkliche Cuff Archer Armee haben wir nicht gesehen. Nee, meine ich auch, genau. Aber die werden wir jetzt sehen. Wegen so Plünderparty bietet hier auch schon einiges. Ja. Der Lord weiterhin aggressiv, setzt jetzt vorne auch den Siege-Workshop, möchte hier also unbedingt durchkommen. Insgesamt sieht das aber auch ja, noch ganz gut aus, aber Huawei aktuell mit einem Eco-Advantage von 6 Villagern. Na, liegt auch daran, dass er eben unten südlich bei der Woodline bei Lord Tilo reingekommen ist. Da hat er Eco, seine Eco-Kadima auf 13-0 hochgetrieben. Also hat sich da mal ein paar Wilds gesnackt. Ja, das haben wir dann leider verpasst. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Jetzt komm hier jetzt raus. Jep. Haben wir denn da? Wir haben 7 Stück an der Zahl. Die können natürlich schon sehr nervig sein mit diesem Hit and Run. Ja, das auf jeden Fall. Also das Fall. Sind... eigentlich Cuff Archer... finde ich echt cool, aber ich weiß nicht, warum ich sie nicht so viel spiele. Das sind halt Archer mit Mobilitätsbonus. Wohnen ganz nice. Für alle Gruppengegner von Mr. Saltman. Nächstes Jahr, macht euch bereit, vielleicht kommen die Kaff-Archer. Ein paar Kaff-Archer. Wir sehen hier aber auch schon die ersten Counter. Scorpions sind nämlich sehr stark. Der Lord weiß das natürlich, produziert da die ersten. Ja, aber jetzt kommen die Cuff Archer hier gleich ins Gold rein. Oh oh. Das könnte ein bisschen Aua machen. Oh oh, da ist halt echt nix zur Verteidigung. Eins. Zwei. Da muss der Weltmeister eigentlich ein bisschen schneller reagieren. Da verliert er einige Villager. Fünf. Ja. Eieieiei. 5 Stück waren es jetzt gewesen bei diesem Run-By. Das hat ordentlich wehgetan. Das hat wehgetan. Wir sehen hier schon ein Villager-Lead von 10, 8 Villagern mittlerweile. Aber der Lord jetzt auch vorne aggressiv mit der Mangel gegen die Archery-Range. Ja, das stimmt. Die Scorpions sind auch am Start. Jetzt kommen die Kaff-Archer von hinten und schießen die Mangel an. Da muss der Lord aufpassen. Die Scorpions machen aber hier ihren Job, glaube ich. Schießen hier. Ja, die schießen, aber so viel haben sie nicht getroffen. Also die Habgier sehen noch relativ gut aus. Oh, der ging ganz gut durch. Der letzte Schuss. Hat ein paar mitgenommen auf jeden Fall. Ja, hier ist sehr wichtig, dass der Lord jetzt endlich auch das Gunspiel hier mit reinspielt. Weil seine Ritter einfach sonst viel zu langsam sind für die Kampfmatcher. Da kommen die einfach nicht hinterher. Ja, aber Huawei auch gut gerewallt, quasi 2 Häuser dann direkt hinter die Archery Reigns geschmissen, damit der Lord halt nicht direkt durch ist.
Mittlerweile ist er hinten wieder unterwegs. Schau mal kurz nach Westen in Huavas Lager. Dieses Mining-Holz-Lager ist schon recht aufgebraucht, würde ich behaupten. Ja, das sollte er eigentlich gleich mal merken, weil ansonsten laufen die ein bisschen sehr weit. Das sieht dann, ist dann eher ein Lumbercamp wie von Sveens in 2021. Ja, und die ersten laufen auch schon. Wie viel hat er denn hier am Holz insgesamt? Das sind 28 Stück. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich eine Menge. Ja, aber der Gott verliert hier gerade leider all seine Siege-Einheiten. Die Skorpione und die Mangen sind gerade draufgegangen. Das ist natürlich bitter, damit ist die Offensive jetzt natürlich so ein bisschen eingeschränkt, ja. Ja. Ah, hier endlich Holzfällerlager wird erneuert. Die ganzen 30 Wilds oder so befinden sich jetzt in die ganz letzte Ecke der Welt. Ja, aber ich glaube auch, dieser Wald wird nicht lange leben bei den ganzen Villagern, aber wir beobachten das mal. Das Gold finde ich auch ein bisschen, also er hat sich zwar zwei Goldfällerlager, Mining Camps gebaut, Goldfällerlager, alles klar, Zwins. Aber auch ein bisschen, also ich finde, da ist auch ein bisschen zu viel dran. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber wie vorhin angesprochen, da wo sein anderes Gold ist, steht halt der Lord mit zwei Scorpions, einem Haufen Ritter und einem Siege-Workshop. Ja, deswegen. Also er hat kein anderes Gold, was er einfach so jetzt abbauen könnte. Ja, aber mittlerweile macht, also jetzt mit zwei Trupps von zwei Seiten und der Lord wird hier so ein bisschen, ja, zu beiden Seiten weggezogen. Das Micro auch sehr gut. Aber sehr schön. Nimmt die aufsplittet. Ja, nimmt hier jetzt alle Scorpions auseinander. Hey, der Lord geht jetzt auf den Stall rauf, rennt jetzt aber doch dann wieder den Schatten der Cuff Archer hinterher. Darf die Scorpions nicht einfach so alleine lassen. Ja. Das ist halt sein Counter für die Cuff Archer, aber alleine können die nichts machen. Da müssen die Ritter schon immer dabei sein. Das auf jeden Fall. Huawei jetzt auch insgesamt mit einem Lead von 1200 Punkten knapp. Ja, das ist auch recht einfach erklärt hier. Die KD steigt immer weiter in die Höhe. Ja. Er hat auch vorhin hier unten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, südlich von Huawas Lager hatte der Lord noch ein paar Villager, die Holz abgehackt haben. Da steht noch das Holzfällerlager. Ich weiß nicht warum. Aber die hat er natürlich gefunden und dann einfach mal gesnackt. Ja, hier unten steht auch noch ein Kampfarcher Holzfällerlager von Lord Tido und hat sich mal ein paar Villager geholt. Aktuell ist er aber mit dem Holzfällerlager an sich beschäftigt. Aber das ist sehr clever. Einfach einen abstellen, der nervt schon. Kann hin und wieder Villager töten, also das ist schon mega gut. Huawei scheint hier auch ein bisschen generell aktiver jetzt auf der Map unterwegs zu sein und ein bisschen zu gucken, ob der Lord nicht irgendwie gegebenenfalls... Ja, geh mal bitte, wir sind jetzt gerade schon in der Vision drinne von Huawei, aber guck dir mal bitte an, was der Junge schon alles von der Map gesehen hat. Ja. Der hat fast alles schon entdeckt, tatsächlich. Ja, der weiß auf jeden Fall, dass der Lord wahrscheinlich keine Expansion hat. Und der Lord selber, ja, der weiß halt, wo gewallt ist, aber in den Norden selber hat er sich auch nicht begeben. Ja, jetzt vielleicht ein großer Kampf hier. Der Lord vorne. Aber das Kiting ist halt exquisit. Er muss auch aufpassen, da sind sehr viele sehr angeschlagen bei seinem größeren Trupp da. Ja, das auf jeden Fall. Die haben halt schon ein paar Scorpion-Shots gefressen. Wenn da noch einer einmal richtig durchgeht, oder dann zwei, fällt da einige. Dann fällt da einiges um. Weiterhin gutes Rewalling. Das gefällt uns. Das stimmt. Der Lord kam bisher noch gar nicht rein. Nee, noch überhaupt nicht. Da standen immer direkt neue Häuser oder Baracken hinter. Jetzt geht's hier wieder auf die Scorpions rauf. Ja, jetzt holt er sich die Scorpions. Aber kriegt auch noch ein paar Shots. Ja, und der zweite Scorpion steht hier sehr gut gerade, der gerade gespawnt ist. Uiuiui. Ja, der kriegt einiges ab. Der kriegt einigen Schaden rein. Und jetzt kommt der Lord zum ersten Mal rein. Rein. Jetzt muss er aber auch Schaden machen. Also der Villager-Unterschied ist schon ziemlich groß. Ja, jetzt muss der Lord einmal nur nach hinten links in die Kartenecke klicken. Und schon
Tot ist, dass der Willit ausgeglichen. Tatsächlich läuft er grob in die Richtung. Also beschäftige ich jetzt hier erstmal mit dem ja, Goldcam. Verliert hier jetzt aber auch einiges an den Kaff-Archern und der ganzen. Ja, und die haben mit CC-Feuer noch mit hinzu. Ja. Da leider echt einige Ritter verloren. Also wenn er jetzt zwei ganz nach Westen schicken würde, aber das kann er natürlich nicht ahnen. Nee, das kann, das kann er. Tausende das kann, Wild sind. Das kann er nicht wissen. Also er hat ja. Na, also wenn du in die Sicht vom Lord gehst, ist das Wäldchen ja auch noch da, quasi, das ursprüngliche Wäldchen. Also er ist halt gar nicht auch weiter in die Richtung gelaufen. Jetzt geht's hier vorne wieder Kaff Archer gegen Scorpions plus Knights, die auch alle sehr angeschlagen. Die entscheiden sich jetzt auch wieder rüber zu reiten, um wahrscheinlich mehr Druck zu machen. So, wo sind wir jetzt insgesamt? Wir sind bei... Ja? Der Lord jetzt hier mit einer Völkerwanderung will jetzt hier die Offensivburg. Aber das Problem ist, Huava hat schon eine defensive Burg. Ja. Also die steht gleich. Ja, aber je nachdem, wie die offensive Burg steht, kann die wahrscheinlich vielleicht doch auch noch das TC in die Mangel nehmen. Ich bin gespannt, ob die hochgeht. Ja, doch. Sollte hochgehen. Ja, das sieht ganz danach aus, als würde die hochgehen. Viel kann er ja, dagegen nicht gerade machen. Ist, guck dir mal diese Ressourcen an. 0 auf Holz, 0 auf Gold, 8 auf Nahrung und 23 auf Stein. Das ist die Wirtschaft vom Weltmeister. Er ist committed zu seiner Burg. Naja. Schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht. Wahrscheinlich werden sich die Villager jetzt gleich aufs Gold einen neuen Job suchen. Ja. Und... Wir haben es vorhin angesprochen. In Huava Space gibt es kein Gold mehr. Ja. Und das Gold, was er vorne noch hat, da steht halt eine Burg von Lord Tido vor. Das stimmt, aber er hat hier ein bisschen den Markt genutzt und ist auf dem Weg in die Realzeit. Und ich würde bei Lord Tido sagen, ja, Forever Castle Age. Ja, es sieht fast danach aus. Also mit dieser Wirtschaft von 8 auf Nahrung und 0 auf Gold, ja. Baut hier jetzt eine defensive Burg. Ja. Um seine Eco ein bisschen zu schützen. Hinten gibt es wieder ein bisschen, ja, Gejage. Hm. Ja, da wird er noch ein paar Wilds hier mitnehmen, machen wir endlich mal. Huawei war insgesamt mittlerweile mit 78 zu 57 Villagern, das ist also sehr gut. Setzt jetzt auch oben noch eine Burg, damit da seine Felder halt definitiv sicher sind. Ja, sein TC wird down gehen, also sein Haupt-TC, aber das TC, was die Imp erforscht, ist halt sicher. Und das ist auch gerade das wichtigere Town Center für ihn. Oh, wenn dann hier die ersten Triebbürger rauskommen. Dann sehe ich bei Lord Tido auch nicht die Armeestärke oder das Potenzial für Armeestärke, um da irgendwie ja, gegen vorzugehen. Wenn das hier Age 4 und er hätte 3 Runden, wäre der Tribok kein Problem, aber es ist Age 2. Ja, ich würde mich sogar fast ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass GG wird gleich kommen, wenn er Imp sieht. Ja, müssen wir mal schauen. Weil ich weiß nicht. Zu Ende spielen will. Also gut, wenn einer das noch umbiegen kann, dann natürlich der amtierende Weltmeister. Aber auch für den wird es jetzt schwierig, glaube ich. Nee, da doch richtig vermutet, da kommt direkt das GG. Da kommt direkt das GG, das ist richtig. So, ja. Insgesamt sind die Performance von beiden. Hua war das... sehr gut runtergespielt. Konstant das Harassment gemacht bei unserem amtierenden Weltmeister. Ja, und hat ihn jetzt hier tatsächlich niedergerungen in Spiel 1. Geschlagen. Ja, gutes Kaff Archer Micro, muss man auch sagen. Ne? Das auf jeden Fall, das definitiv. Haben
insgesamt 50 APM bei Huawei gegen 55 vom Lord. Floating Resources ist der Lord ein bisschen besser unterwegs gewesen. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, wenn man nicht so viele Ressourcen hat, kann man auch nicht so viel floaten. Das stimmt. Na, lass uns doch mal in die Statistiken gehen. Gerne. Ja, Ja, am Ende Vergleichszeit so. noch relativ. Ja, also Huawei da halt schneller, ne, dem knappe Minute, ne, wie du hattest es ja im Spiel schon angesprochen, aufgrund des Hunting-Bonuses. Jupp, genau. Ritterzeit war er dann ein bisschen später dran, der Lord da früher, ja, und die Imp hat der Lord da We dann wegen dem erreicht. Market Abuse, ne, muss man auch noch mal Genau, dazu sagen. richtig, ne, alles Stein verkauft und dadurch seine Eco ein bisschen nachgebalanced. Gucken wir uns doch mal das Militär an, was das so sagt. Ja, relativ durchwachsen, relativ ausgeglichen die meiste Zeit. Gegen Ende ist es dann beim Lord relativ stark abgefallen, als er in der Basis von Huawei gekämpft hat. Und dann, ja, hatte er nicht mehr die Eco im Hintergrund, um sich dann nochmal wieder neu aufzubäumen. Ja, wir sehen hier 80 zu 64 KD für Huawei. Ja. So Army High nehmen sie sich nicht viel, aber ja, wie gesagt, Huawei überall immer genervt und Villager mitgenommen. Mit seinem Hit and Run auch einige Knights auch weggemacht. So, Ja. das hat er schon stark gemacht, militärmäßig. War auf jeden Fall gut unterwegs. Gehen wir doch mal in die Economy, in die Wirtschaft. Ja, da auch so, wie wir es eigentlich uns gedacht haben. Aber klar, überlegen in allen Aspekten. Technologien, da haben wir ja eben schon angesprochen. Hier sehen wir auch noch mal quasi die ganzen Zeiten, wann sie erreicht wurden. Ihr kennt das eure Und was wir Gesellschaft. auch vorhin noch Ja. angeteasert haben, Exploration 87%, also er hatte wirklich Ja. fast die ganze Map erkundet. Ja, das hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall sicher gegangen, während er mit seinen Kaff Archern unterwegs war beim Lord, dass er auch mal ein bisschen weiter ausschwärmt, um zu gucken, wo denn noch potenziell Expansions sein könnten oder Außenposten. Aber davon gab es halt keine. Ja. Gesellschaft sieht auch gut aus. 83 Villager Max für Huawei, 59 beim Lord. Der Lord da ein bisschen klein gehalten worden vom guten Huawei und APM insgesamt. Ja, Lord Tito mit 14 APM in der Eco. Da ein bisschen stärker als Huawei gewesen, der nur 11 hatte. Das haben wir auch wieder immer an der Eco-Zeit von Huawei gesehen, die irgendwie ja ein bisschen höher war als beim Lord. Was man halt nicht ganz erklären konnte, weil Huawei eigentlich in die gesamte Zeit der Aggressor war. Sollte normalerweise dann eigentlich umgekehrt sein. Militär-APM beim Lord auch ein bisschen höher, was mich tatsächlich wundert, weil ich doch eigentlich davon ausgegangen wäre, dass das bei Huawei höher wäre aufgrund des ganzen Kaff-Archer-Micros, aber Hätte ich auch vermutet, tatsächlich. da haben wir Naja. uns dann anscheinend ein wenig verschätzt. Der Lord wahrscheinlich dann doch jeden Knight einzeln gemicrowed. Jeden Scorpion auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in Map Ja. 2 und sehen uns da dann gleich kurz wieder. Wir machen hier wie immer einen kurzen Cut und begrüßen euch gleich auf Map 2 wieder. Bis gleich. Bis gleich. Moin, moin. So, wir sind hier wieder da. Game 2. Huawei gegen Lord Tito, Plündern Party Season 4. Huawei sich gerade gut durchgesetzt auf der ersten Karte auf Arabia gegen den Lord mit konstanten Cuff Archer Harassment. Ja, Ja. Was sagst du zu der jetzt. Karte, Mr. Saltman? Ganz schön offen, ne? Ja, wie man es kennt auf Land Madness, offene Map. Und es sieht alles gleich aus. Irgendwie überall sind diese kleinen Woodlines, diese kleinen Wälder. Überall sind ein paar kleine Gold- und Steinspots oder auch Wildspots. Also eine sehr wilde Map kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Für mich ein bisschen strange, kenne ich selber noch nicht so genau, aber ich würde sagen, wir schnacken weiter über die Karte, wenn wir drinne sind. Von daher lass uns mal reingehen in die Action. Genau. Ja, was auch aufgefallen ist oder was auch direkt auffällt, das Ganze fängt an mit nur einem Bohr in der Starting Zone und stattdessen, ja, ich sag mal, relativ schlechter Ersatz von einem Strauch direkt am Town Center.
Genau. Ja, ist kein guter Ausgleich, aber genau, Besser da als dafür. kein Strauch am Town Center, ne? Oh, das stimmt. So Besser. ist es. Wenigstens etwas, ja. Wir haben hier beim Lord die Hunnen, deswegen gibt es ja auch noch gar kein Haus, weil Hunnen bekanntlich nicht keine Häuser bauen müssen. Von daher, der Lord hier, ja, kann hier komplett offen spielen, weil er halt nicht mal mit Häusern ein bisschen wollen kann. Also wenn er tatsächlich irgendwie wollen würde, dann müsste er das tatsächlich mit Palisaden machen. Aber ich glaube kaum, dass wir hier irgendwelches Walling überhaupt sehen. Und Huawa mit den Sarazenen. So, Sarazenen haben wir, glaube ich, in der HWM nie wirklich gesehen. Ich selber kenne das Volk auch kaum. Machst du da wieder mal ein paar Worte zu verlieren, was sie so drauf haben? Ja, das kann ich sehr gern machen. Zunächst mal muss ich auch sagen, es wundert mich ein bisschen, dieser Pick hier für die Sarazenen, weil in erster Linie eher so eine Wasserzivilisation. Weil die haben halt mehr, also die Galleys, die sind schneller und die Transportschiffe haben mehr Lebenspunkte und können auch mehr Villager transportieren. Also auf Wasser haben sie viele ihrer Vorteile. Aber der andere Vorteil ist halt ihr starker Markt. Also da hat man nur, also weniger Kosten, wenn man da tradet. Und der Markt Ja. an sich ist auch günstiger. Also können da sehr gut handeln auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ja, Sarazen, wie gesagt, mehr so Wasserzivilisation. Und auch ein bisschen bekannt für Archer, also spielen gerne Archer, weil die auch Bonus-Damage haben, aber wohlgemerkt nur gegen Gebäude. Also können schneller zum Beispiel Palisaden kaputt schießen oder was auch immer. Aber gegen Einheiten haben sie den gleichen Schaden. Deswegen, also normalerweise spielt man hier mehr so, also sagt man jedenfalls, so die Meta ist Kaff zu spielen und hier mit Scouts früh zu nerven, weil, wie du siehst, ist ja eine sehr offene Map und Ja. da kann man überall nerven mit vor allem mobilen Truppen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was Huawei sich da mit den Sarazenen überlegt hat. Das definitiv. Der Lord pusht hier die ersten drei Dia ins TC rein und besorgt sich auf die Art und Weise ein bisschen mehr Nahrung. No. Wawa hat hier auch das erste Dia schon reingepusht, macht gerade das zweite. Ja, beide also relativ ähnlich bisher unterwegs. Der Lord mit ein bisschen mehr IDTC-Zeit, aber insgesamt gibt sich das noch nicht großartig viel. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, ob wir Scout-Aggressionen sehen werden. Also, ich gehe beim Lord auf jeden Fall davon aus. Bei Huawei bin ich gespannt, was das wird. Archer, weiß ich nicht, auf dieser Map. Noch was Besonderes hier zu der Map. Du siehst ja diese Wege um diese kleinen Wälder herum, ne? Dieser Pfad Ja. sozusagen. Darauf kannst du nämlich nicht bauen. Also kannst nicht dich so, also da drüber bauen, sondern musst hier so ganz small walls bauen um die Holzfällerlage herum. Okay. Also du kannst dich nicht komplett, wenn wir hier bei Huawa zum Beispiel irgendwie gucken, von der Barrack bis zur Woodline durchbohren. Das geht nicht. Da ist dann immer eine Ja. Lücke zum Beispiel. Ja. Das ist denn einfach unbuildable Terrain. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen, von daher. Genau. Da würde nichts draufstehen. Niemals. Egal wie sehr man möchte. Deswegen eine sehr spannende Map auf jeden Fall. Und Ja, ist ja, halt. wurde sehr oft in der letzten Season gespielt. Also der Lord und ich haben die nicht mal spielen müssen dürfen. Also der kennt die auch in- und auswendig auf jeden Fall. Der Lord hier jetzt auch gerade unterwegs, findet hier jetzt gleich, wenn er sich noch ein bisschen weiter nach Süden begibt mit seinem Scout, würde er Huawa auch finden. Hey, yep, genau. Ja, Huawa lässt sich jetzt finden, indem er dem Scout ein Haus ins Gesicht setzt. Natürlich auch eine Methode. Weiß Huawa denn schon, wo der Lord ist? Nee, da geht der Scout jetzt gerade erst rüber, ja. Und hier sehen wir jetzt halt die Small Walls von Huawei. Der hat jetzt sein Woodcamp schon super eingebaut. Wort, Da wird genau. also nicht
nichts mehr mit Harass werden. Zumindest nicht direkt. Der zweite Punkt hinten, den der Lord, glaube ich, auch gesehen hat. Jetzt, wo er gerade in die Feudalzeit steigt. Na, er hat die Mühle nicht gesehen. Also er weiß halt auch tatsächlich nicht, dass da hinten ein paar Berries sind, die halt sehr angreifbar sind. Oh, Huava findet auch jetzt hier beim Kampf mit dem Lord seine seinen zweiten Schafe, beziehungsweise Schweine in dem Fall. Und der Lord schickt sie jetzt weg. Der Lord schickt sie jetzt weg und sagt, ja, die gehören jetzt mir. Das sind jetzt meine. Die nehmen jetzt wahrscheinlich die lange Rute zum Lord oder werden irgendwo in der Ecke geparkt. Genau. Also das ist auch ein bisschen überraschend, dass er die nicht gefunden hat. Also so weit weg waren sie jetzt auch nicht vom TC. Ja, das stimmt. Die standen hier, das war eigentlich, ja, relativ also war Radius. Ja. So, und jetzt geht's hier los. Beide fangen jetzt an, Scouts zu produzieren. Hua war auch schon den ersten Spearman auf dem Weg. Also ja, tatsächlich aber hier sogar 10 mit Scouts. Und wir sehen hier sehr schnell den Markt, den ich auch angesprochen habe. Sehr starker Markt. Weniger Kosten und kostet auch an sich weniger Holz. Also 100 weniger Holz, glaube ich, zum Bauen. Wir kämpfen gerade in die ersten beiden Scouts gegeneinander, aber da hatte Huawei längere Zeit den Vorteil, weil er von oben auf den Scout von Lord Tido einschlagen durfte. Begibt sich nun aber doch auch wieder zurück in seine Basis. Jetzt wird hier diese, ja, aktuell noch sinnlose Palisade angegangen. Ja, die steht Lord Tido im Weg, also die hält ihn nicht so, die will er loswerden unbedingt. Ja, den größten Sinn erfüllt diese Palisade leider in meinen Augen bisher noch nicht. Nee, dafür müsste die Wall auch noch fortgesetzt werden. Das auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Und ja, aber beide hier schon mit ordentlich Spearmen und Scouts, also ich sehe hier wenig Potenzial für Schaden auf beiden Seiten, besonders bei Huawa nicht, weil der sich ja schon relativ gut eingewohnt hat, der Lord nicht weiß, wo die Berries sind. Huawa geht jetzt selber rüber, aber beim Lord ist halt auch tipptopp die Woodline eingewohnt, sogar beide. Ja. Bis auf einen Villager auf der westlichen Woodline, der von außen arbeiten muss, der Arme. Ja, der hat halt einen schlechten Vertrag gekriegt. Ja, die Scouts schauen sich das Ganze hier jetzt mal einfach mal so ein bisschen an. Können ja mal gucken, wie das denn auch für Huawa aussieht, der hier jetzt an den ersten Feldern vorbeiläuft. Ja, und jetzt erfüllt diese eine Palisade ihren Zweck. Man lässt die Scouts hier erstmal nicht reinkommen. Ja. Ja, und der arme Villager, der von außen arbeiten musste, ja, wurde schlecht bezahlt und hat es auch jetzt mit seinem Leben bezahlt. Der arme Kerl. Man nannte ihn Gustav. Ja, vorne geht das jetzt bei Huawei, geht das los. Da, die Spearmen rammen sich gegenseitig die Speere in die Lungen, aber gefallen ist dadurch noch keiner. Die Scouts klopfen fleißig auf die Palisade. Das interessiert die Palisade aber im Moment noch reichlich wenig. Besonders weil halt direkt ein paar Villager nebenan stehen, die gegebenenfalls mal reparieren könnten, wenn sie das denn würden. Die Palisade würde jetzt nämlich, ja, aber da genau richtig reagiert, kurz bevor sie fällt, entscheidet sich der Villager gegen zu klopfen. Ja, und jetzt gehen hier ein paar Scouts down. Einer auf jeder Seite. Sehr ausgeglichen auf jeden Fall. 34, 33 Will. Also es ist noch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Sehen wir den Switch. Jetzt auf Archer. Genau, da sehen wir den Switch. Da kommen die Archer. Natürlich sehr effektiv gegen Spearman. Ja, werden dann wahrscheinlich genutzt, um die Spearman zu clearen und dann die Aggression ein bisschen nach vorne zu verlagern. Ja, Huawei kauft sich hier jetzt auch ein bisschen mehr Platz, reißt die Palisade ab und macht das Ganze nochmal, ich sag mal, ein bisschen weiter vorne wieder dicht. Jetzt kämpfen hier Spearman gegen Spearman und
Sieht sehr interessant aus, aber jetzt 2 gegen 1 wird der Lord wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wobei es wird jetzt kommt Verstärkung. 2 gegen 2. Ja, der Fokus ist leider nicht so da beim Lord. Er sollte mit 2 auf 1 hauen und nicht mit 2 auf 2. Aber Huawei zieht sich trotzdem zurück, obwohl das hier, glaube ich, gewonnen hätte. Wenn er den einen Spearman runter fokussiert hätte. Mhm. Mittlerweile hat sich der Lord hier hinten ein bisschen weiter umgesehen, hat jetzt gesehen, was alles so in der Eco oder in der Basis los ist. Kennt die jetzt also relativ komplett, nervt hier auch weiterhin ein bisschen. Ja, und man muss sagen, die Wirtschaft von Huawei ist nicht überragend, aber was mit einem Markt der Sarazenen-Punkern sehen wir hier gerade. Er ist trotzdem hier auf dem Weg in die Castle Age bereits. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen böse. Dann wird es tricky hier für unseren Weltmeister. Er committet sich hier schon ein bisschen mehr für die feudale Zeit. Hat auch hier schon die Upgrades reingeworfen. Defensiv sowie offensiv. Man wird hier jetzt auch wieder zurückgeschlagen. Das hat er oh nein, da ist ein Overchop in der Woodline von Mortino. No. Das hat er nicht gemerkt und dann Villager müssen wir jetzt mit dem Leben bezahlen. Oh nein. Ah, das ist natürlich bitter. Und die Schweine könnten wieder zurückerobert werden. Ja, aber die Schweine würden geschlachtet. Zumindest das eine wurde geschlachtet. Miese Nummer. Das andere ist jetzt auch zurückbekehrt worden. Ja, aber das läuft noch nicht zurück. Jetzt zu dem Lord. Okay. Ja. Also welches Schwein hat das jetzt von den beiden schlimmer? Das, was geschlachtet wurde oder das, was jetzt ohne seinen Bruder weiterleben muss? Beides mit einem schweren Schicksal, aber das kommt halt davon, wenn man Fahnenflucht begeht. Nee, der Lord weiterhin noch vorne aktiv mit seinen ganzen Scouts. Nimmt jetzt auch gerade einen Spearman, zwei Spearman raus, ohne hat aber auch selber noch einen Scout dafür verloren. Trifft hier jetzt auf die Archer-Gruppe, die ihn jetzt halt dezent auseinander nimmt. Die sich gleich in Crossbows verwandelt. Jupp, jetzt sind es Crossbows. Lortido jetzt auch auf dem Weg in die Ritterzeit. Er forscht auch gerade Bloodlines. 43 Villager zu 39. Also da relativ gleich auf die beiden. Einziger Vorteil, den Huawei aktuell halt noch hat, ist der, ja, der Vorsprung in die Ritterzeit. Geht hier jetzt anscheinend mit seinen Scouts und seinen Archern Crossbows rüber. Ja, ist TC am Forward die... Gold. Ja. Also, ich schaffe das jetzt hier spielen. Und kann jetzt mit den Crossbows natürlich jetzt noch recht viel Schaden machen, solange der Lord noch nicht in der Castle Age ist. Ja, der Lord evakuiert aber auch direkt seine Woodline, sieht, dass das hier erstmal nichts wird mit da weiter Holz abbauen. Hat hinten auch mittlerweile wieder dicht gemacht, wo er overchoppt hatte. Gönnt sich jetzt ein Mining Camp mit den Arbeitern, die vorher am Holz beschäftigt waren. Die sollten aber ich glaube, da bleiben sie aber auch nicht evakuieren. Lange. Ja. Yep. Müssen jetzt auch aber die fliegen. Evakuieren jetzt in eine Richtung, die mir nicht gefällt, weil da gibt es keine Sicherheit. Oh, jetzt kommen die Scouts, wollen die Villager hier beschützen, aber die werden von den Scouts getötet. Und die Crossbows mischen hier jetzt die Scouts von Lortido auf. Ja, und da fallen auch alle Scouts. Und zwei sind noch übrig, aber zwei Scouts werden hier nicht mehr viel regeln. Nee. Ja, und das ist gegeben. War's auch schon. Da hat der Lord, aber da waren jetzt auch wieder Scouts in der Woodline drin, also wieder ein Overchop, wenn ich das richtig sehe. Und er ist halt auch deutlich zurückgefallen, was die Villager angeht, und Militär hatte er sowieso nichts mehr am Start. Also so früh das GG auch kam, es war tatsächlich nicht zu früh. Das stimmt tatsächlich. Eieieiei. Wir haben hier 61 APM diesmal beim Lord gegen 47 bei Huawei. Also auch das schnellere Klicken hat sich hier leider nicht ausgezahlt. Nee. Resources war Huawei ein bisschen besser, hat ein bisschen mehr seine
keine Ressourcen ausgegeben. Worker Efficiency war dann beim Lord aber wieder besser. Wir sehen das auch wie tatsächlich nicht mal unbedingt. In der HWM haben wir es relativ oft gesehen, dass die Peak-APM in den ersten 30 Sekunden erreicht wurde, wo halt am meisten los ist. Ist beim Lord hier wieder so. Huawei hat aber tatsächlich bei Minute 24 bis 24, 4, ja, also 24 Minuten und 19 Sekunden bis 24 Minuten und 24 Sekunden hat Huawei seinen Peak von 114 APM erreicht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Also, in dem Moment vor sich gegangen ist, aber das es könnte gut müsste. hier einer der Fights gewesen sein, die hier vorne gegangen sind, weil wir haben Ich halt wollte es kurz am sagen. Ende 24:52 auf der Uhr. Also es könnte dann sehr gut sein, dass er hier gerade die Scouts ein wenig gemicrowt hat, Muss halt. genauso wie das Kiten der Crossbows und vielleicht nebenbei noch mal über ein paar Hotkeys Villager produziert hat. Ja, vermute ich auch. Die Situation muss es gewesen sein. Sehr wahrscheinlich. Lass uns mal in die Statistiken gehen und das Ganze angucken. Ja, Lord Tito mit der früheren Feudalzeit, Huawei war aber nicht weit hinten dran. Huawei war dann mit der deutlich früheren Ritternzeit, weil, ne, du hattest das angesprochen, aufgrund des Marktes. Ja, und danach gab es halt nicht mehr viel. Ne? Der Lord hat es gerade noch so in die Ritterzeit geschafft, aber war quasi Castle Age into GG. Ja, so nennt man die Strategie, soweit ich weiß. Ja, Militär, KDA von Huawei wieder deutlich besser, 28 zu 12. Man sieht das auch im Early Game, haben die beiden sich nicht so viel gegeben, waren immer relativ ähnlich unterwegs und dann ja gegen Ende mit Huawei war halt einfach einmal einen richtigen Schwung Bogenschützen produziert, ist damit rüber Und dann gelaufen. war's das auch. Ja. Und der Lord hier mit seiner Early Aggression nicht den Schaden gemacht, den er machen wollte. Und dann auch irgendwie ja den Anschluss verloren, dann im Makro-Duell. Gehen wir mal in die Wirtschaft. Ja, der Lord da insgesamt doch noch besser unterwegs, bis auf beim Gold. Da hängt er knapp 1000 hinten dran. Ja, aber da Huawei ja auch mehr brauchte, um auch einkaufen zu können und die Crossbows zu produzieren, war es klar, dass er da ein bisschen mehr drauf Ja. geht. Ansonsten ja, wirtschaftlich noch relativ ausgeglichenes Spiel. Ja. Technologien haben wir eben Genau. angesprochen. Map Exploration war bei Huawei wieder besser als beim Lord. Genauso wie im Ja. ersten Spiel. Society 46, Villager Max zu 43. Insgesamt da eigentlich über den meisten Teil des Spiels sehr gleich unterwegs. Die paar Villager, die der Lord dann hinten verloren hat aufgrund seiner Overjobs, haben dann natürlich wehgetan. Und dennoch gegen Ende des Spiels, wo er dann halt sehr viel auf einmal verloren hat. Wo er die Villager dann auch nicht rechtzeitig vom Stein wieder weggezogen hat. APM, ja, also insgesamt der Lord wieder besser unterwegs, aber diesmal mit ein bisschen mehr Eco-APM, Militär-APM beim Lord deutlich höher mit 46 zu 30, aber insgesamt, wie auch vorhin schon gesagt, das schnelle Klicken hier leider nicht den Sieg eingebracht. Ja, Das stimmt. interessante Spiele, aber auch Ja, mal leider zu Ungunsten der Nordlichter, muss man zu sagen. Ungunsten der Nordlichter, aber doch dann auch mal interessant zu sehen, wie sich das ja in anderen Gefilden ja So verhält. verhält, genau richtig, in anderen Wassern. Ja, Und der dann. Lord hier, ja, leider mit dem 0 zu 2 Ja. das Match verloren gegen Huawei. Unser amtierender Weltmeister behauptet sich leider außerhalb der HWM in diesem Fall nicht. Ja, also da er der beste Spieler der Welt ist, muss Huawei also ein Alien sein. Ja, das kann ich so unterschreiben. Aber ich würde sagen, wir können vielleicht noch mal kurz rüber switchen in die Tabelle, in die aktuelle der Liga 4.1, um da halt noch mal so ein kurzes Fazit zu ziehen. Dir da noch mal ganz vertrauenswürdig den Link zugeschickt gerade zwingend. Ja, lass mich einmal kurz. Ich muss die Szenen wieder wechseln. Das kann jetzt eben eine Sekunde dauern. Und der Fly ist es gerade nicht so
Glaube ich, kein Bin ich Problem. da leider nicht so der Fixeste. So, da sind wir. Wir sehen jetzt hier die Liga 4.1, beziehungsweise den Stand in der Liga 4.1. Ja, viele Genau. Namen, die wir dabei, die wir jetzt nicht kennen, weil wir halt einfach keine Spiele davon bisher gesehen haben. Ja, Aber also so ein Flava hier paar am kann ich Start. Ja? aus dem Nähkästchen ja plaudern. Also kenne ja einige schon aus der letzten Saison. Und unter anderem Lord Turfuchs, der ist ja aus dem bekannten Clan KO19, auf die sind wir ja schon häufiger getroffen, sowohl in der Plünderparty als auch in 2v2, in der AOE 2 Germany League. Also das sind schon wohlbekannte Leute. Der Hausmeister, eine lebende Legende in der Plünderparty. Heißt der zufällig Krause? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr bekannt. Und Rana Draug, den haben wir ja auch letzte Saison schon gehabt. Also da hat Lord Tito ja auch schon gegen den gespielt. Von daher ein paar wohlbekannte Gesichter. Sehen, Lord Tito hat hier eine ja, ausgeglichene Bilanz in Liga 4.1, hat 3 Siege eingefahren und 3 Niederlagen. Also eine für Weltmeisterverhältnisse vielleicht eher durchschnittliche Saison. Aber man muss auch sagen, ist auch in der letzten Saison erst aufgestiegen in Liga 4.1. Also vielleicht so eine Übergangssaison, wo er sich ein bisschen finden musste. Hatte ja auch mit Lord Turfuchs, Guava und dem Hausmeister sehr starke Konkurrenz. Und findet sich hier letztendlich dann im Mittelfeld ein, wobei man auch sagen muss, da sind noch ein paar Spiele offen. Ich glaube, Ikin könnte ihn theoretisch noch überholen, aber wird sich halt im Mittelfeld einpendeln. Also hat nichts mit dem Abstieg zu tun. Wird nicht wieder in Liga 5 runterrutschen, aber wird auch nicht in Liga 3 aufsteigen. Also eine durchschnittliche Saison, würde ich sagen, für Lotito. Das definitiv. Ne? Wir sehen das ja hier, dass er 3 Spiele gewonnen und 3 Spiele verloren hat. Genauso wie der Hausmeister hat aber, wie wir unten eben schon mal heimlich nachgeguckt haben, das Head-to-Head gegen den Hausmeister 2-1 gewonnen. Ja, und wie du sagst, ne, hier gibt es noch Potenzial, dass gegebenenfalls ihn nochmal jemand wie Pippin einholt, aber Ja, genau. das hat er jetzt selber nicht mehr in der Hand, ob das noch passiert oder nicht. Genau, die Plünderparty ist damit für Lord Tito beendet. Aber wir haben natürlich noch meine Wenigkeit am Start und Rollo. Und es dürfen viele gespannt sein in Season 5, ob vielleicht ein gewisser Herr Zwens dabei ist. Wir werden Ja, sehen. das werden wir dann mal schauen, ob der Herr Zwens sich dann in den Wilden Westen begibt. Genau. Aber der einfachste Weg, das herauszufinden, ist, bleibt dabei, gebt uns euer Abo, den Daumen, die Glocke und so weiter, dann werdet ihr immer informiert auf unserem YouTube-Kanal. Richtig, und dann seht ihr vielleicht, ob ich mich in den Wilden Westen begebe oder ob ich doch lieber in meinen eigenen 4 Wänden bleibe und weiterhin mit MG spitze Kommentare darüber gebe, wie die beiden Repräsentanten oder unsere 3 Repräsentanten sich in der Plünderparty oder gegebenenfalls auch anderen Ligen schlagen werden. Von daher würden wir sagen, hier ist jetzt für heute Ende. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal, im nächsten Video. Habt noch einen schönen Abend, morgen oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das seht. Und bis denn, eure Aiges Nordlichter. Tschüss.